So, jetzt haben wir uns aber langsam genug um das Wasser hier unten und die Goblins und was weiß ich gekümmert. Ich habe jetzt ein paar andere Projekte, die ich anfangen möchte. Zum einen will ich dafür sorgen, dass wir neue Zwerge bekommen. Aber ich kann erstmal das Spiel weiterlaufen lassen. Pause weg. So. Also, ich will, dass wir neue Zwerge bekommen, denn unser momentaner Zwergenstand ist nicht besonders hoch. 42 Stück, das waren mal wesentlich mehr. Und wir brauchen auch ein paar mehr, damit wir Fußvolk haben, das wieder sterben kann. Also eine neue Miliz. Um das zu bewerkstelligen, müssen wir wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen produzieren. Und unser Fort allgemein auch verschönern, also durch Gravierungen und dergleichen. Oh, aber ich habe ganz vergessen, wir haben noch jemanden, der gerade ein Artefakt bastelt. Ein Bild von Leder, von geschliffenen Steinen, von Skeletten, von Stoff und Quarry. Eine Quarry ist eine Art Mine. Okay. Und anscheinend fehlt irgendwas davon. Nur was? Ich könnte mir vorstellen, die Edelsteine. Wo waren unsere Juwelenschleifer? Das müssten die hier sein. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal C. Nanu, können wir bei dem gar nicht? Achso, bei Saat können wir es aber. 1, 2, 3, 4, 5. Fünfmal geschliffene Edelsteine. Skelette. Skelette müssten wir eigentlich mehr als genug haben. Da unten ist schon ein ganzer Haufen. Und hier ist noch ein Haufen. Und ja, also Skelette werden es nicht sein. Außer es sind irgendwelche besonderen Körperteile. Also meinetwegen, er will jetzt Schädel haben, aber wir haben schon alle Schädel für Totems verbraucht. Aber das wird es nicht sein, denn wir haben schon lange keine Kinkerlitzchen mehr hergestellt. Und schon gar keine aus Knochen. Also, Stoff. Was ist mit Stoff? Es könnte sein, dass das alles wieder im Hospital gelandet ist. Deswegen gucken wir jetzt hier mal Kloss da unten. 63 Stück haben wir, aber man muss ja auch immer daran denken, es gibt zwei Arten von Stoff. Einmal das normale und einmal das Spinnenseidendingens. Aber es ist beides vorhanden. Na, vielleicht reicht das nicht. Ich mach mal die hier wieder. Nee, noch besser. Ich verbiete jetzt nur 5 Stück davon. Vorher wurden ja alle 28 verboten. Also Stoff war es auch nicht. Also Skelettstoff, Quarry. Was könnte mit der Quarry gemeint sein? Also das ist so eine Art. Ja, es ist echt eine Mine, die nach unten geht. Weiß ich gerade kein besseres deutsches Wort für. Ein Steinschlag? Nee. Na gut, also es wird wahrscheinlich irgendwas mit Steinen zu tun haben. Wir haben aber Rohsteine garantiert irgendwo umliegen. Ja, so ein paar sind schon da. Und Blöcke müssten wir eigentlich auch haben. Ich meckere ja immer, dass ich zu wenig produziere. Gucken wir mal ganz kurz. Granitblock, 99, ja. Blöcke werden es also auch nicht sein. Also Rohsteine haben wir, Blöcke haben wir. Roherz könnte vielleicht noch mit der Quarry gemeint sein. Müssten wir aber auch haben. Denn hier, das ist alles Roherz. Ups. Bismuthinit und Gold und Malachit und ja. Nichts, was ich so wirklich akut gebrauchen könnte. Also aus Malachit könnten wir Kupfersachen herstellen, aber Kupfer bin ich ja nicht so der Fan von. Außer für Fallen. Wir haben auch Barren. Das wird es also auch nicht sein. So viel dazu, dass ich jetzt in Ruhe meine Kinkerlitzchen herstelle und meine Miliz wieder auf Vordermann bringe. Müssen wir erstmal das Rätsel hier lösen. Leder. Vor allem da steht Stacked Leather. Also gestapeltes oder gestaffeltes. Edelsteine, Skelette, Stoff, Quarry und Leder. Na gut, gucken wir nach dem Leder. Nein. Stocks. Leder. Wir haben ja recht viele Ledersachen in Auftrag gegeben. Das kann gut sein, dass da alle verbraucht wurden. Und das könnten wir aber relativ schnell lösen, indem wir einfach irgendwelche Hundewelpen schlachten. Wo ist das Leder? Da. Tent Heights. 116 Stück. Ja, doch. Da müssten genug da sein. Außer er will irgendein besonderes Leder. Also ich weiß nicht, ob es ähnlich wie beim Stoff auch beim Leder Unterschiede gibt. Also meinetwegen Leder und Pelz.
als Äquivalent zu dem Stoff und Seide. Oder vielleicht kommt er nicht ran, weil wieder irgendein Alarm aktiviert wurde und nicht ausgeschaltet wurde. Ich guck mal ganz kurz. Insight ist aktiviert. Den machen wir mal ganz kurz aus. Aber Lovecraft and Cats bewegt sich trotzdem nicht. Das ist nicht gut. Wir haben rohe Edelsteine, wir haben Edelsteine, wir haben jede Menge Skelette, wir haben Stoff, wir haben Quarry. Was meint er mit Quarry, verdammt? Na gut, hilft alles nichts. Muss ich ganz kurz mal auf dem anderen Bildschirm in Blitzeschnelle das Magma-Wiki aufmachen. Magma-Wiki-DF. So. Mal gucken, unter was ich das finde. Ich gucke jetzt einfach mal nach Quarry in der Suchleiste. Quarry Bush. Oh, es gibt einen Quarry Bush. Was ist das denn? Ein Quarry Bush ist einer von sechs bekannten unterirdischen Pflanzen. Das wird er aber hoffentlich nicht gemeint haben. Ich gucke mal lieber nach Moods. So, ab in die Spoiler-Sektion. Quarry. Eine Quarry ist einfach nur ein stinknormaler Stein. Das ist komisch. Gucke ich mir die anderen Sachen auch gleich mal an. Cut Gems ist klar. Skeletons. Braucht er Knochen. Knochen müssen wir auch jede Menge haben. Stacked Leather ist einfach nur Leder. Haben wir auch. Nö. Da ist doch irgendwas faul. Guck nochmal kurz hier. Lass es einmal durchtickern. Stacked Cloth. Stacked Cloth ist auf jeden Fall. Oh, da könnte der Haken sein. Es gibt dreimal Stacked Cloth. Einmal Stoff, einmal Seidenstoff und es gibt noch eine dritte Stoffart. Das wusste ich vorher gar nicht. Nämlich Garn. Das wird der Haken sein. Wir müssen jetzt ganz schnell irgendwas aus Garn herstellen. Jetzt nur die nächste Frage, wie stelle ich Garn her? Wahrscheinlich muss ich den aus irgendwelchen Haaren erstmal hier aus dem im Loom das herstellen. Weave Cloth, und zwar hier aus Wolle oder Haare. Soll wahrscheinlich Herr Jan heißen. Ich tapp mal raus. Ja, Y. Das machen wir gleich mal auf Repeat. Und hoffen einfach mal, dass sich da sofort einer zu berufen führt, fühlt. Komm schon, rettet Lovecraft and Cats. Das schaut gut aus. Eins davon müsste jetzt schon fertig sein. Hoffe ich einfach mal, weil sonst dauert das viel zu lange, bis ein einziges Stück produziert wird. Komm schon, bring das irgendwie weg oder so. Ja, und dann hat sie das nächste geholt. Sehr schön. Das wird jetzt abtransportiert und sobald das da angekommen ist, wo es hin transportiert werden sollte, also da, müsste jetzt unser Besessener loslaufen und sich das schnappen. Tut er aber nicht. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das das war. Denn es war abwegig genug. Was haben wir denn hier noch? Wir können noch normalen Stoff weben. Metallkloss können wir noch nicht. Das ist aus einem recht seltenen Material. Nee, es wird echt das sein, weil das sind denn die drei Stoffarten. Also normaler Stoff, Spinnenseidenstoff und Garnstoff. Pausiere ich mal ganz kurz. Wo ist unser Besessener? Weiter oben. Da. Nö, bewegt sich kein Stück. Na gut, ich habe was dazugelernt. Ich weiß jetzt schon mal, dass es drei Stoffsorten gibt und wie man die dritte macht, aber das wird nicht das gewesen sein. Also, nächster Punkt. Quarry. Quarry steht im Magma-Wiki Stone. Das heißt, es wird irgendein Stein gebraucht werden. Habe ich vielleicht mal wieder irgendwas verboten? Nee, das war nicht hier, das war da. Marble? Nee, das sind die Economic Stones. Tab. Granit ist erlaubt. Ha,
Feld brauche keine Economic Stones, sondern die anderen. Also es gibt hier zwei Listen, mit denen ich durchtappen kann. Einmal die normalen Steine, die eigentlich nur für die Optik da sind, und dann andere Steine, die hier immer so eine extra Fähigkeiten haben. Also Herstellung von Stahl oder Obsidian, da kann man Klingen draus machen. Vielleicht sollte ich einfach mal Malachit erlauben. Obwohl Malachit haben wir nicht ganz so viel von. Wovon hatten wir so viel? Das war der Name Bismuthinit, genau. Daraus konnten wir Bismuthinit Bronze herstellen, wenn man noch zigtausend andere Sachen hat. Das kann er mal benutzen. So, was sagen die Stocks? Da müssten wir ja Zehntausende von Steinen haben. Oh, oder 1148. Ja, ist auch okay. So, das erlauben wir jetzt alles mal mit F. Die Gold Nuggets erlauben wir auch mal alle. Und was ist da mit H? Die wurden versteckt. Achso, damit mein Ordnungswahn da nicht austickt. Ist auch okay. Das dürfte eigentlich ihn nicht daran hindern, es aufzuheben. Hoffe ich jetzt mal. So. Lassen wir ganz kurz weiterlaufen, aber er läuft nicht los, um Bismuthinit zu holen. Okay. Also wir hatten jetzt Stacked Cloth. Wir hatten jetzt Quarry gerade nachgeguckt. Der nächste Punkt wäre Stacked Leather. Stacked Leather ist beim Wiki nur Leder. Da hatte ich ja auch die Theorie, dass es mehrere Ledersorten gibt. Also gucken wir einfach mal. Also Pause erstmal. Gucken wir erstmal zu unserem Lederverarbeiter. Der müsste da unten sein. Oh, das könnte sein. Vielleicht braucht er ja Rohleder. Also noch nicht verarbeitetes Leder. Das heißt dann Hide. Müsste aber eigentlich auch vorhanden sein. Da ja andauernd was geschlachtet wird. Ich gucke mal ganz kurz hier, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Man kann eine Rüstung herstellen, das kennen wir ja alle schon. Schuhe, Schilde, noch ein Schild, ein Beutel, ein Wassersack, ein Rucksack, ein Köcher und Kinkerlitzchen. Nö, also wir können nicht irgendeine andere Ledersorte herstellen. Das war der Leather. Jetzt brauchen wir noch einen Tanner-Shop. In dem Tanner wird ja das Rohleder zu dem richtigen Leder verarbeitet. Der müsste hier oben bei dem Butcher sein. Genau, hier ist der Butcher, da ist der Tanner. Hat aber als Aufgabe nur Tanner Hide. Das unterbinden wir jetzt mal. Indem wir einfach Shift-P machen und kein erlauben. Oh, oder wir erlauben es für jemanden, der gar nicht in den Beruf hat. So, Ephron ist jetzt der Einzige, der das Leder herstellen kann. Das heißt, derjenige, der gerade arbeitet, müsste rausgeschmissen werden. Sehr gut. So, jetzt muss was geschlachtet werden. Eine Hundewelpe. Zack, geschlachtet. Und die Haut, die noch nicht gegerbt wurde, wird jetzt runtergebracht. Springst du darauf an? Müssen wir jetzt noch ganz kurz warten, bis die Haut auch auf dem richtigen Stockpile angekommen ist. Denn die Zwerge können nicht Sachen schnappen von anderen Zwergen, die es gerade in der Hand halten. Also irgendein Hauler wird das ja gerade von A nach B bringen. Wäre zwar ganz schick, wenn er unterwegs abgefangen werden könnte und den Gegenstand abgeben, aber es geht leider nicht. Nee, aber das war jetzt auch schon genug Zeit. Das ist es also auch nicht. Nächster Punkt. Stacked Cloth haben wir. Quarry haben wir. Stacked Leather, wissen wir nicht wirklich. Cut Gems. Da gibt es nicht viel Auswahl. Es gibt rohe Steine und es gibt geschliffene Steine. Der einzige Haken, den es geben könnte, wäre eigentlich das Glas. Es gibt ja noch drei verschiedene Glassorten. Aber laut Magma Wiki ist unser Lovecraft and Cats ein Secretive Mood. Also ein geheimer Besessener. Und da ist dann genau aufgelistet, was er schreibt und was es ist. Und da gibt es einen extra Punkt für Glas. Nämlich Glas, Glas und Burning Wood und Rough Gems in Glas. Das sind die drei verschiedenen Glassorten. Das heißt, es würde hier extra stehen. Da würde halt nicht stehen Cut Gems, sondern würde stehen Glas oder Glas and Burning Woods und so weiter. Cut Gems sind wirklich einfach nur geschliffene Edelsteine. Und davon haben wir gerade welche in Auftrag gegeben.
Und ich hoffe mal einfach nicht, dass er irgendwelche speziellen Edelsteine haben will. Das wäre echt zu dreist. So, du bist immer noch am Schleifen. Kazard. Oh, wir können Stein zurechtschneiden. Okay, ich stelle jetzt ein bisschen Stein her. Ja, komisch. Na gut. So, jetzt müsste er gleich nach links laufen und da weiterarbeiten. Ich will jetzt nicht, dass der durchdreht. Wir haben so schon genug zu wenig Zwerge. Noch einer weniger wäre echt nicht toll. Zumal das auch neue Einwanderer ein wenig hemmt, wenn so häufige Zwerge sterben. Dann wollen sie nicht wirklich hierher ziehen. Nee, kommt aber keiner. Na gut, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge versuchen wir herauszufinden, woran es wirklich lag. Oder wir werden zusehen müssen, wie er durchdreht. Und dann können wir uns um die Punkte kümmern, die ich eigentlich vorhatte, diese Folge. Also die Miliz aufbauen und die Kinkerlitz in Produktion wieder anschmeißen. Und alles so ein bisschen verschnörkeln, damit wir ein wenig besser aussehen für die Einwanderer. Aber gut, wir sehen uns dann gleich wieder.